Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Letztes Mal haben wir das Spiel schon, ja, also alles, was man jetzt so ohne Bonusbereich machen kann, beinahe komplett abgeschlossen. Ich bin aber ein bisschen die alten Parts durchgegangen, jetzt stehen nur noch drei Leute auf meiner Liste. Nämlich Dawson, Duke und Kranz. Und das sind die letzten drei, bei denen ich jetzt nicht sicher weiß, ob wir denen schon Tee gegeben haben oder nicht. Schau mal da! Das war erstaunlich einfach. Demnach hatte Kranz schon und Dawson auch und Duke ist der Letzte. Wo liegt das Problem, Junge? Schlechte Laune. Tee? Ich sagte schlechte Laune! Ich trinke nicht wahllos irgendwas. Ja, hau raus. Süß, sauer und bitter. Das ist einfach. Süß, sauer, bitter. Nennt sich Bittermelange. War ja einfach. Wo ist er denn? Da. Nimm. Er steht so ein reiferer und erlesener Geschmack. Schluck. Okay. Ich wäre jetzt eigentlich erst zu Kranz gerannt, weil ich dachte, dass er es hätte sein können, aber... Ich dachte echt, wir hätten Duke schon gehabt, aber gut, dann hat sich das Problem von selbst erledigt und wir haben übermachte Meister, du kochst besseren Kräutertee. Keiner kocht besseren Kräutertee als du. Cool. Haus der Teemeisterin ist nun anwählbar. Gut. Hey, hier! Wat? Okay. Ey, wo war wat, wann, wat, wit? Spejan möchten dich einmal drauf. Hier sogar mit dem goldenen Luke-Kopf. So. Ah, zum Titelbildschirm. Ja, ich dachte schon, muss ich jetzt hier resetten oder was muss ich machen? Nee, wir kommen auch so zum Titelbildschirm zurück. Das ist gut zu wissen, denn jetzt kommt ja noch der Bonusbereich. Den Layton-Kopf haben wir bekommen, weil wir das Spiel durchgespielt haben. Und ich schätze mal jetzt halt den Luke-Kopf, weil wir alle Rätsel gelöst haben. Gibt's auch noch einen Flora-Kopf? Wäre ja noch passend. Kurz mal, ich will mal eben was gucken. Scheiße. Stimmt, man kann ja nur Sachen freischalten. Um das hier freizuschalten, brauchen wir 4500 Pikarate, wie die jetzt hießen. Moment, da unten steht, wie viele haben. Ja gut, die kriegen wir vielleicht noch zusammen, wenn wir die ganzen Bonus jetzt lösen eben. Geheime Türen. Genau. Wir müssen das hier nehmen, diesen Code, der da oben steht. Und ihn bei Professor Layton 1 eingeben. Gibt es, glaube ich, auch sowas, geheime Tür. Dann kriegen wir mal nicht da einen Code und können hier nochmal den eingeben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Das werde ich schätzungsweise auch noch ausprobieren. Aber egal. Laytons Aufgaben. Eins fehlt noch. Ich weiß nicht, das kriegen wir, glaube ich, wenn wir alle anderen Rätsel gelöst haben. Fangen wir an mit dem... Haus der Verliebten, das haben wir ja gekriegt, als wir die Story durchgespielt haben. Obwohl, gehen wir chronologisch durch. Haus des Adlerhauses. 139. Okay, von Küste zu Küste. Ein Flugzeug fliegt um 12 Uhr mittags in Los Angeles ab und kommt um 20 Uhr in New York City an. Zwischenhalte macht es keiner. Am nächsten Tag fliegt die Maschine um 12 Uhr zurück nach Los Angeles. Der Flug wird nicht von Höhenwinden beeinflusst und benötigt dieselbe Zeit für die Strecke wie am Vortag. Wegen der Zeitzone ist es in New York stets 3 Stunden später als in Los Angeles. Wie viel Uhr kommt das Flugzeug an? In New York ist es 3 Stunden. Stimmt das übrigens? Ich kenne mich jetzt mit den Zeitzonen nicht so gut aus. New York? 3 Stunden von LA? Stimmt das? 3 Stunden später. Das bedeutet faktisch, dass es nicht um 20, sondern um 17 Uhr im Grunde angekommen ist. Und damit haben wir eine Flugzeit von 5 Stunden. Würde bedeuten, wenn es hier um 12 Uhr fliegt... ...braucht es halt 5 Stunden... Wäre auch um 17 Uhr natürlich hier. Das ist eigentlich nochmal minus 3 Stunden, glaube ich. Dann hätten wir 14 Uhr, kann das sein?
Kann das sein? Hm, ob das stimmt? Ja. Okay. Diese Zeitzonenrechnerei mochte ich nie. Ich kam damit nämlich voll nicht klar. Sehr gut. Ein Block zu viel. Ein Block zu viel? Guck mal bei Minecraft. Da gibt es ein paar tausend zu viel. Was ist das? Achso. Unten siehst du ein rotes Gebilde, das aus 28 Blöcken besteht. 27 bilden einen geschlossenen Würfel und aus der Oberseite ragt ein einzelner zusätzlicher Block. Das Gebilde wird nun in Einzelteile zerlegt, die du gleich darunter in Blau siehst. Welches der fünf Einzelteile besitzt den Scheißblock, der oben rausguckt? Es dürfen nicht gedreht werden. Okay, dann kann es doch gar nicht so schwer sein. Ich hätte gesagt, B könnte gut sein. Das, wenn man den dann irgendwie oben drauf setzt oder so. Das passt doch vorne und hinten nicht. Hey, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Wenn wir sie nicht drehen dürfen, dann kann das gar nicht funktionieren. Er hat hier drei. Hey, jetzt bin ich hardcore verwirrt. Den da und den von vor. Okay, ich würde sagen, es sind A oder B. Ich rate B. Kein Rätsel ohne Lösung. Es war B. Das ist gut. Quod erat demonstrandum. Ah, ja. Genau, den dahin. Den hier vor. Den oben drauf. Das hätte ich noch erraten. Dann hätte ich jetzt nicht gewusst, welchen ich da wie unterbringen muss. So war mein räumliches Vorstellungsvermögen dann doch nicht. Okay, und... Oh Gott, nein! Weg mit den Kugeln 6. Oh Gott, nein! 99, okay. Das ist die Punkte auf jeden Fall wert, ja. Das ist die komplette Version, wie es natürlich eigentlich aussehen sollte. Ich mache einen Versuch und hole mir dann die Internetlösung. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht schaffe, auf Anhieb. Übrigens habe ich dieses Spiel sogar als Holzversion hier irgendwo zu Hause rumliegen. Ich weiß gar nicht genau wo. Aber ich weiß das. Das sind dann solche vielen kleinen Holzstäbchen, mit denen man das halt genauso machen soll, wie es hier im Rätsel genannt wird. Ich glaube, hier wird schon Fehler gemacht. Ja. Fehler. Das kriegt ihn hier oben nicht mehr raus. Noch einen zweiten Versuch, obwohl ich gesagt habe, ich hole mir die Internetlösung, ne? Irgendwo steckt ja doch mal Ehrgeiz dabei. Irgendwie muss man die ganzen Scheißsteine halt in die Mitte.
So, sorry, ich habe das jetzt kurz gemacht mit der Lösung, ohne dass ihr es jetzt gesehen habt, aber ja. Dann wollen wir mal. Nehmt die Lösung aus dem Internet. Welche Seite ist das überhaupt, die ich hier die ganze Zeit benutze? Ah, ganz famos. Das ist. Steht hier natürlich nirgendwo. Kurz gucken. Layton Wikia. Ja, tatsächlich, es gibt ein Wikipedia für Professor Layton. Ja, gut. Oder guckt auf YouTube, weil das ist ein YouTube-Video, was sie da eingebunden haben. So, Haus der Teemeisterin, die nächsten Rätsel. Das Epigramm? Ein episches Diagramm, oder was ist das? Ich bin ein Vollidiot. Und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Erst reiße ich mir das Mikrofon halb vom Kopf. Also Headset, ne? Dann reiße ich vorhin das Kabel dabei raus aus dem PC. Und dann vergesse ich wieder einzustellen, dass man das Mikrofon vielleicht mit aufnehmen sollte. Also irgendwie ein oder zwei Minuten sind dazwischen, sind jetzt unkommentiert. Ich darf sie nachkommentieren. Oder ich schreibe euch irgendwie eine Nachricht und dann müsst ihr zwei Minuten ohne mich auskommen. Wird schon passen. Grabstein. Ein Sechstel meines Lebens verbrachte ich als Knabe, ein Zwölftel als junger Bursche, danach ein Siebtel. Hä? Danach ein Siebtel meines Lebens später heiratete ich. 5 Jahre nach meiner Hochzeit wurde ich dem Sohn geschenkt, aber leider lebte ich nur die Hälfte meiner Lebensjahre. Was? Moment, was? What the fuck? Was? Hä? Alter! Wow! Was zum Henker? Ich bin minimal verwirrt. Ich tippe jetzt einfach mal was in den Taschenrechner und hoffe, dass da irgendwie ein vernünftiges Ergebnis rauskommt, mit dem ich irgendwas anfangen kann. Ich habe gerade keinen Schimmer, wie ich da rangehen sollte. Moment, Moment, Moment. Ein Sechstel meines Lebens bedeutet. Ein Sechstel meines Lebens, dann ein Zwölftel. Berühmter Mathematiker, ja, vor allem so ein Vollidiot, der wieder nicht weiß, was man einfach. Dass kein Mensch so ein Rätsel eigentlich lösen würde. Auch wenn man es auf seinen Grabstein schreibt. Ein Siebtel. Fünf Jahre nach der Hochzeit. So. Plus fünf. Yay. Also falls ich das jetzt... Ich weiß gar nicht, ob man das so lösen kann. Aber wenn er schon Mathematiker ist, dann konter ich und löse sein Rätsel mit Mathematik. Falls es funktioniert. Ich habe da irgendwie so leichte Zweifel. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass man das so rechnen kann, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich nicht sogar vielleicht Fehler gemacht habe, hätte ich ein Sechstel X, wenn X halt das Alter von dem Fritzen da ist. Ein Sechstel X plus ein Zwölftel X plus ein Siebtel X plus 5 plus ein Halb X plus 4 gleich X. Das klingt völlig bescheuert und sowas habe ich auch noch nie gehört, aber hey. Mathematische Gleichungen lösen und so. Ich mache mal kurz einen Schnitt, weil das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Okay, ich habe ein Ergebnis raus und das wird jetzt ausprobiert. Ich habe raus, der Typ war 84 Jahre alt. Jetzt
jetzt bin ich dran. Das funktioniert ja tatsächlich. Sag mal, meine Mathematik sei nutzlos. Der Mathematiker war auf jeden Fall nutzlos. Ohne Scheiß, du schreibst das genauso auf? Okay, okay, ich hab nichts gesagt. Trotzdem, kein normaler Mensch würde so sein Alter angeben, wenn er drauf geht. Er würde höchstens drauf schreiben. Jo, Mann, als ich gestorben bin, war ich 85, hab die letzten 10 Jahre nur Party gemacht. Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch für ein Rätsel? AA mal AA gleich ABA. Hm? Nimm deine Rechenaufgabe und ersetze die alle 1 durch A, alle 2 durch B. Nach demselben Schema kannst du auch die Gleichung bla 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 erstellen. Der Buchstabe wäre sich vielleicht dieselben Zahlen auch nicht. Hm. Können doch gar nicht dieselben Zahlen sein. Und wenn A wieder 1 ist, hättest du ja wieder 11 mal 11. Das wären halt wieder die 121 von vorher. Das B kann natürlich wieder die 2 sein. Hm, was wäre denn bei 33 mal 33? Nee. Hä, wie soll man denn das rausfinden, außer durch Ausprobieren? Nee, wirklich, wie soll man das rausfinden? 44 mal 44. 55 mal 55. 66 mal 66. 77 mal 77. 88 mal 88. Ha! Das kommt hin. Okay, 88 mal 88. Das kommt hin. Außer stumpfes Ausprobieren kann man da doch gar nichts machen, oder? Das ist nämlich das eine 7, das eine 4. 88 mal 88 sind 7744. 88 mal 88, 7744. Passt. Jetzt bin ich dran. Also ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte, ohne einfach in den Taschenrechner die Zahlen reinzuhauen. Aber gut, es dauert ja auch nicht so lange. Und ich habe gerade gesehen, wir haben die 4500 überschritten. Und damit auch sämtliche Boni freigeschaltet. Sehr schön. Und süße Türme 4. Das ist einfach. Ich muss nur wieder gucken, an welcher Stelle ich anfangen muss. Mit 99? Kein Ding. Das kann man ja durchaus Problem machen. Das kennen wir ja bereits. Türme von Hanoi. Ich fange jetzt einfach mal so an, weil ich halt nicht weiß, was ich tun muss. Das wird dauern. Das Blöde ist, wenn ich jetzt falsch rum angefangen habe, wird es auch nicht besser. Dann wird es nämlich nur schlimmer. Was tue ich da? Ist das richtig? Dahin. Doch, müsste stimmen. Also den fetten darüber. Okay, ich glaube, ich habe richtig angefangen. Das wäre gut. Ist der jetzt dahin? Nein, ich glaube, ich habe Fehler, oder? Nee, gar nicht wahr. Müsste stimmen. Aber es dauert halt Ewigkeiten. Den jetzt da hinsetzen, kommt der Fett da hin, und dann drauf kommt der da hin. Ja, müsste stimmen. Den da hin, den da hin, den da hin. Da hin, da hin, da hin, da hin. Da hin. Oh, musste man das so kompliziert machen? Was mache ich eigentlich gerade? Warte mal, was soll den da drauf zu kriegen? Sollte man das vielleicht auch tun? Nee, das ist doch falsch. Hm.
da, 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 da und da. So, und jetzt das Ganze wieder rückwärts. Oh Gott, das dauert doch einfach nur Ewigkeiten. Ansonsten ist es ja nicht mal schwer, hätte ich gesagt. Falsch, oder? Ja, falsch. Was mache ich hier gerade? Was mache ich da gerade? Und jetzt bin ich gerade irgendwie verwirrt. So. So muss der jetzt. Muss der da drauf, ja? Ich weiß, wie man das löst, aber ich weiß es nicht mehr auswendig, wer auf. Also bei welcher Stelle man anfangen muss. Das war auch wieder falsch, kann das sein? Ja, das passte, glaube ich. Hä? Was mache ich hier für eine Scheiße? Erklär mir das mal einer. Ich weiß halt nicht, was ich hier richtig und was falsch mache, aber... Jetzt bin ich völlig verwirrt. Was mache ich hier gerade? Das gibt's so nicht. Ich brauche doch jetzt nicht ernsthaft hier eine Lösung für, nur weil ich zu blöd bin, den Pfannkuchen auf den richtigen anderen zu legen. Scheinbar doch. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es ist falsch. Nein, 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 nein. Der hier. Der drunter. Was mache ich da? Ja toll, was habe ich jetzt? Oh, ich hasse es, wenn da so viele sind. Weil irgendwo macht man einfach nur einen Fehler und merkt es nicht mal. Falsch. Krieg ich das noch hin? Irgendwann? Das ist jetzt wirklich ein Geduldsspiel. Wieso ist der jetzt wieder da? Das stimmt doch irgendwas nicht, was ich hier gerade mache. Wette, ich habe jetzt gerade denselben Fehler gemacht wie vorher auch schon? Wieso stapel ich die jetzt da drauf? Das gibt's doch nicht. Soll dahin.
Ich glaube, ich setze wieder einen Schnitt, bis ich das gelöst habe. Das Schema, was man da befolgen muss, habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Bis gleich. So, das hat jetzt noch gut 10 Minuten gedauert, aber ich hab's endlich. Viel zu lang. Hm, ob das stimmt? Ich glaube, ich habe den Park jetzt auch schon wieder um 10 Minuten überzogen oder so. Und das ist mir jetzt alles egal. Ich habe die Schnauze voll. Aber dafür 2 von denen fertig. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Das war eine Scheiße mit dem